Hey, euer Doc ist wieder am Start mit einer neuen Sprechstunde und es geht um die PlayStation VR 2, denn Sony hat nicht nur den Preis, sondern auch das Release-Datum, alle Informationen rausgeballert. Ab nächstes Jahr wird die PlayStation 5 zum Luxusprodukt. Das, was jetzt kommt, das, was Sony gestern veröffentlicht hat, die Infos, das wird sich nicht jeder leisten können. Spinne deine Meinung, wie findest du jetzt den Preis? Wirst du die PlayStation VR 2 dir trotzdem holen plus den neuen Controller? Wie ist es dann im Gesamten? Das besprechen wir jetzt. Du kannst dich seit gestern bei Sony registrieren, um in eine Art Lostopf zu kommen, um die PlayStation VR 2 überhaupt die Möglichkeit zu bekommen, vorzubestellen. Also du registrierst dich mit einem gültigen Account und wirst dann ausgelost, wirst zu einem Event eingeladen, wo du dann vorbestellen kannst. Ich glaube, sowas gab es ähnlich schon mal in Amerika ganz am Anfang bei der PlayStation 5 und wird jetzt zu der VR 2 Zeit nochmal wiederholt zum Release. Denn am 22. Februar ist es soweit und die PlayStation VR 2 wird auf dem Markt erscheinen. Sony wird am Anfang nur exklusiv die VR bei sich im Store anbieten, sollen aber dann auch später andere Händler nachziehen. Zudem hat Sony einige Spiele vorgestellt, ungefähr 10 Stück. Ein Teil davon kommt bereits nächstes Jahr, also da sind schon einige Spiele mit dabei, für den einen zu wenig, für den anderen zu viel. Den UVP sind wir bei 599,99 €, also runden wir auf 600 € nur für die PlayStation VR 2. Da ist ein kleines Stereo-Headset mit dabei, die Controller sind da mit dabei und das Headset. Du kannst dir aber auch ein Bundle kaufen, Horizon Call of the Mountain. Das ist ein Spiel, hat ungefähr 50 € Wert. In dieser Kalkulation, in diesem Bundle 649,99 €, also runden wir auf 650 €. Headset Game, also um überhaupt nur die VR-Brille mit einem Spiel zu bespeisen, brauchst du 650 €. Am selben Tag kommt auch noch mal eine Ladestation mit dazu. Sony sagt, naja, du musst dann diesen USB-Anschluss an deine Konsole nicht besetzen, holst du dir einfach so eine Ladestation, ein Klicksystem, klickst deine Controller rein und hast eine Ladestation und kannst sie laden. Oder du nimmst die Steckdose, da liegen sie irgendwo vielleicht auf dem Tisch rum, musst du entscheiden. Aber dann sind wir schon bei 699,99 €, also bei aufgerundeten 700 €, wenn du komplett samt Zubehör das Ganze nutzen möchtest. Vorbestellung ist ab dem 15. November, also nächste Woche, wenn du dich registriert hast in diesen speziellen Bereich, kannst du oder hast du die Chance, diese vorzubestellen und du kriegst sie aber nicht zum Release, sondern die haben eine Woche, ein Zeitfenster, wo die PlayStation VR verschickt wird. Und dann kannst du entweder am Anfang dran sein oder eher später. Ähnlich wie das beim Steam Deck war. Viele werden jetzt aufschauen und sagen, boah, leck, 700 € für die komplette Ausstattung und knapp 600 € leihen nur für die Brille. Ja, einen wichtigsten Punkt vergessen aber noch viele da draußen, denn um überhaupt die PlayStation VR 2 spielen zu können, musst du Minimum 1200 € auf den Tisch legen. Das ist 1200 €, vorausgesetzt, du willst weiterhin die Discs nutzen, kannst auch auf die digitale Edition switchen, bist aber trotzdem über 1000 €. Wenn du dir dann aber auch noch den Pro-Controller holst, bist du bei knapp 4500 €, wenn du die gesamte Ausstattung von Sony dir heute holst. Also halten wir fest, 1200 €, ein Teil der Konsole kostet weniger als das VR-Headset, 550, dann 600 €, das VR-Headset. Aber wie ist es grundsätzlich auf dem Markt? Die Oculus Quest kriegst du ungefähr für 450 bis 550. Sie ist eine Standalone Edition. Das heißt, du kannst sie komplett einfach anziehen. Sie hat einen Akku, sie hat kein Kabel und kannst gewisse Sachen mit dieser nutzen. Das ist eine ältere Technik, aber gibt mittlerweile eine teure Version, eine Pro-Version von Meta, also von Facebook, aka Oculus. Die Meta Quest Pro für ca. 1800 €. Das ist halt aktuell so die High-End-Version von Meta. Way of Index hingegen knapp 1079 €. Und die PlayStation VR im Alleingang 600 € bringt dir aber nichts. Du brauchst mindestens 1000 €, um das Ganze überhaupt, das gesamte System nutzen zu können. Im Vergleich, die PlayStation VR hat damals 399 € gekostet, okay? Und da war noch die PlayStation Kamera nicht mit dabei. Die kam nur noch mit dazu. Also ihr seht, preislich im Vergleich zu der Konkurrenz als Massenprodukt, Massenmarkt, ist es ein noch vernünftiger Preis. Klar, günstiger geht immer. Teurer wäre schon hardcore, aber wenn du den Controllerpreis vergleichst und kriegst dafür für die Hälfte des VR-Headset. Ich werde euch jetzt nicht die Vorteile und die ganzen Specs nochmal vorlesen. Da verlinke ich euch das Video, wo wir alles besprochen haben. Ja. Aber meine Gedanken dazu
in der aktuellen Situation ist es ein stolzer Preis, definitiv. Denn du musst dir eins vorstellen, schon vor 2 Jahren, ich glaube, bevor die PlayStation auf den Markt gekommen ist, habe ich schon erklärt, dass die PlayStation und die Xbox Produkte werden für den größeren Geldbeutel. Ja. Viele haben da kritisiert, nein, Doc, das ist nicht so, nein, ich nutze einfach meinen alten Monitor. Und ja, ich habe damals gesagt, warte 2 Jahre. Jetzt kommt aber ein riesengroßer Punkt. Jetzt sind 2 Jahre rum und jetzt merkst du, dass die ersten Spiele langsam es versuchen, auf die Konsole zu kommen mit mehr Frames, aber trotzdem, man hat ja gesehen, die Entwickler sind noch nicht ganz in der Lage, die Frames zu halten. Dann noch andere Spiele schaffen nicht ganz, die Konsole auszureizen. Und da gibt es aktuell 2 Meinungen. Die einen sagen, die Konsole ist Schrott, die anderen sagen, ihr Entwickler seid einfach zu doof, die Spiele richtig zu programmieren. Also man hat hier aktuell so einen Zwiespalt und die Zeit wird es zeigen. Aber dennoch ist eines passiert in den letzten Jahren. Die, die sich eine Konsole kaufen konnten, haben schon mal um die 500 Euro auf den Tisch gelegt. Dann musstest du dir vielleicht sogar noch einen Gaming-Monitor kaufen, weil du eine Art PC-Setup haben möchtest, also eine Konsole am Schreibtisch. Da hast du mindestens mehr wie 1000 Euro ausgegeben, vorausgesetzt, du wolltest HDMI 2.1 und alle Funktionen haben, die eine Konsole hat. Dann hast du dir vielleicht einen Fernseher gekauft für mehrere Tausenden von Euros, denn auch dieser muss ja HDMI 2.1 haben. Also du hast gesehen, du hast eine Konsole gekauft, du hast schon fast so viel ausgegeben, wie ich damals euch auch schon mitgeteilt habe. Aufpassen, es wird in Richtung der PC-Gaming-Hardware gehen von den Preisen, wenn du eine voll ausgestattete Konsole haben möchtest und Hardware, die die Konsole voll auslastet. Dann hast du dir vielleicht jetzt, kaufst du dir noch einen Controller, der neue Controller, der über 200 Euro kostet. Dann holst du dir das VR-Headset, was über 600 Euro kostet. Ja? Zum Schluss spielen wir in der Liga der High-End-PC-Gaming-Hardware vom Preis her. Du kannst auch sagen, nein, ich brauche weder den Controller, ich spiele mit einem Standard-Controller. Du kannst auch sagen, nö, ich nehme meinen alten Fernseher, der schon 5 Jahre alt ist. Du kannst auch einen alten Monitor nehmen. Du kannst auch einen Monitor für 200 Euro nehmen. Es kommt immer ganz drauf an, auf welchem Level möchtest du spielen. Bist du ein Gelegenheitsspieler, spielst ab und zu, ist es völlig in Ordnung und du brauchst kein 2.1 HDMI oder sonstigen Schnickschnack, Dolby Atmos 7.1 Anlage. Das brauchst du alles nicht. Aber wenn du wirklich alles ausschöpfen möchtest, das beste Headset, die Dinger kosten ab 200 Euro aufwärts. Gescheiter Sound. Ein Pro-Controller. Ein Fernseher. Dann bewegst du dich in Preisen, wo sich ein Konsolengamer vor Jahren noch nicht vorgestellt hat. Das ist meine Meinung dazu. Wir werden sehen, PlayStation VR wird sich dennoch wahrscheinlich auch sehr gut verkaufen. Die Frage ist, welche Spiele kommen und werden wir das Ganze auch nutzen können, so für den Preis. Denn Sony bietet nur die Plattform an. Sony bietet die Funktionen an. Aber die Entwickler in den Spielen sind zum Schluss verantwortlich dafür, was passiert. Genauso wie auch die Entwickler für die Xbox Series X und die PlayStation 5 die Spiele bringen und vielleicht auch die Konsolen noch nicht ganz ausreizen können. Ich weiß noch nicht, wovor die Angst haben. Also zum Schluss hängt vieles von den Spieleentwicklern ab. Oder von den Exklusivtiteln, deswegen ist da Microsoft und Xbox so heiß darauf, kaufen sich auch sehr, sehr viele, entwickeln sehr, sehr viele eigene Spiele, weil die wissen ganz genau, wie man die eigene Konsole ausreizen kann. Jetzt bist du dann, schreib mir deine Meinung und wir sehen uns in der nächsten Sprechstunde. Euer Doc.